und herzlich willkommen bei Commander Jensor in der Garage. Es ist Mittwoch. Mittwoch. Jo, Mittwoch. Und ich habe mal wieder was Eigenes für euch, denn ich habe mich doch animieren lassen, trotz meiner Unlust, sage ich mal, in der letzten Zeit, habe ich mich animieren lassen, doch mal ein wenig weiter im Forschungsbaum in Richtung 10er mit der Amerikaner zu gehen. Und durch den T20 bin ich durch. Pershing ist gekauft und ja, funktioniert ganz gut. Ist eigentlich ein sehr geiler Tank, kann man nicht anders sagen. Spielt sich ganz smooth, so. Hat jetzt nichts Besonderes, nicht besonders schnell, nicht besonders geile Gun, nicht besonders, aber das Gesamtpaket ist so geschmeidig. Voll ausgestattet, Ketten, Motor und die große Gun und natürlich den Turm, weil ich tue mich ja immer ein bisschen schwer, Dinge durchzuleveln, die keinen Spaß machen. Und mit dem, wenn du mit dem ersten Turm anfängst und mit der ersten Gun oder mit der zweiten Gun, dann ist es immer so eine Sache, dass du sagst, wow, ja, voll ausgestattet macht schon mehr Spaß. Die Crew vom Super Pershing und vom KR passen da natürlich super rein. Fette Crew, ohne Frage, sehr geil. Und ja, ich habe, hab doch direkt neulich mal wieder die Schere reingemacht, weil ich echt ein paar Games hatte, wo ich irgendwie an der Ecke stand und dachte so, scheiße, so ein bisschen mehr Meter Sichtweite wären jetzt schon nicht geil. Und das ist doch echt immer wieder ultra krass, wie trotz der, der limitierten Sichtweite hier, die ja eigentlich bei, ich glaube, 500 oder 400, keine Ahnung, auf jeden Fall 528 Meter kann man definitiv nicht gucken. Das ist im Game sozusagen von der physikalischen Sichtweite dann irgendwann zu Ende. Aber du reduzierst halt mit einer geileren Sichtweite, reduzierst du den Tarnwert der anderen. Und das ist schon krass, weil da sind dann schon so eine Dinger bei, wo ich echt in der Ecke stehe und Schere angeht und die Gegner gehen in den Büschen auf, wo ich mir dann so denke, so krass. Ich meine, es ist eine krasse Crew hier und es ist eine krasse Sichtweite. Sehr viel mehr geht nur noch mit Lüftung. Ist geil. Aber ich sag mal, man müsste sowas, die Schere und die Lüftung oder Optics und Lüftung, die müsste man in-game tauschen können. Das wäre geil. Also wenn man im Game ist. Naja. So ist das, aber das geht nicht. Also, die Gun vom, vom Pershing ist, ja, hat irgendwie knappe 7 Sekunden, glaube ich, oder 7 Sekunden Reload, macht 240 Alpha, 190 Pen, ist in Ordnung. Man muss, wenn man mal Gold benutzen muss, ich habe 15 mit, falls man doch in hartnäckige Tier 10er kommt, ist das nicht verkehrt, aber braucht man nicht so oft. Also ist schon, ich sag mal so, die Penetration von 190 ist schon oft. Reicht die. Klar, irgendwie ein JP auf EN100 von der Seite, da sollte man dann schon Gold nehmen. Mit Gold hat man dann ja auch anständige Penetration von 268. Also nicht nur anständige, sondern echt fette Penetration. Das ist schon sehr geil. Jo, eine lustige Runde. Aber wie es immer so ist, die richtig geilen Runden kriege ich, weil ich ja ein Bob bin, nur hin, wenn man Top-Tier ist. Die anderen Runden wären immer nicht so geil. Naja, ist halt so. Bist der Top-Tier, ist deine Kanone im, gemessen an den anderen halt eben echt stark. Bist du Low-Tier, naja. Schalten wir mal rein, oder? Jo, machen wir mal. Bis gleich. In-Game, mit dem Freakazoid und dem Epics. Ja, eigentlich für mich sehr gute Teammates, weil man sich, wenn man viel miteinander spielt, kann man halt mittlerweile sich schon so ein bisschen drauf verlassen, was der andere macht, beziehungsweise hört der andere halt auf einen. Wenn man sagt, pass auf, ich brauche Hilfe, dann hilft der einem überwiegend. Ja, nee, macht sehr viel Spaß, dies sei mal erwähnt, aber das ist wahrscheinlich immer so mit Leuten, mit denen man regelmäßig... Nein, der Freakazoid und der Epic sind natürlich ganz feine Kollegen hier. Also, Erlenberg, es stört mich jetzt langsam ein bisschen, dass die Games, die gut laufen, die ich zeigen kann, dass die immer Top-Tier, dass ich da immer Top-Tier bin und immer eine bessere Win-Chance habe als die anderen. Das ist echt nicht okay, Commander, nicht okay. Aber ich bin halt nicht gut genug, mir gelingt es nicht. Also ich sag mal, ich habe einen strategischen Überblick, wenn ich mir Spiele angucke und wenn ich andere durch ein Spiel leite, aber es gelingt mir nicht, naja, ja.
Also, was seht ihr hier? Diese Position, wir machen kurz mal für alle Hater Stopp. Diese Posi, wenn ihr hier spottet, hier sozusagen, solltet ihr spotten, weil ihr natürlich die hier eng hinten rumfahren zum Castle, die macht ihr natürlich auf und die hier rumwuseln. Wenn du im Gegenteil hinten bei den Gegnern losfährst, fahr hinten übers Feld, dann wirst du von den Jungs hier vorne nicht aufgemacht. Diesmal so zum kleinen Map-Verständnis, gute Spot-Pussy. Man kann hier auch noch hier weiter vorne, also hier, aber das ist schon teilweise sehr risky, weil dann hier einen alles von der Seite beflanken kann. Also, jo, sehr wunderbar. Jetzt habe ich das alles verquatscht. Hier schön angezündet vom Epics oder, nee, wahrscheinlich vom Freakazoid, der hier ja irgendwie, ja. Was passiert hier? Was passiert hier? Weshalb ich auch irgendwie so denke, so, ey Leute, hier jetzt vorzufahren und jetzt hier richtig Ballett zu machen, guckt euch das mal an. Also der M6 hier unten bei uns, der ist, ja, der ist nahezu tot. Hier ist ein Cromwell, okay. Eine IS-3, die ist stark, da hinten ist noch eine IS-3 und ein AL-44. Das ist schon, ich habe mir jetzt so gesagt, naja, eigentlich möchte ich der IS-3 hier, Quatsch, dem M6 hier vorne helfen, aber das ist halt aus der Posi, genau, Arti schlägt schon ein, und aus der Posi hier oben nicht gefahrfrei möglich, dem da zu helfen, ne? Also, weil hier einfach von zu vielen Ecken hier oben auf die Posi geschossen werden kann. Das ist jetzt für den Pershing eine sehr geile Möglichkeit hier, weil du hier Holdown stehen kannst. Ist also durchaus fein. Das war jetzt eher so ein Verlegenheitsschuss auf den Oni. Das hätte man sich sparen können, weil ja, Oni, Front, ja. Selbst mit Gold, ja. Ausgang des Versuches nicht, ja, nicht bestätigt. Ja, hier war ich jetzt relativ, also ich meine, die AT hatte sich hier schon eingegroovt. Jawohl, da ist sie auf dem Tiger 2 nochmal 500er Hit irgendwie gelandet. Und da muss man, ja, den konnte ich natürlich rausnehmen. IS-3 auf die Platte, schräg, immer gar kein Problem. Easy, sozusagen. Und das war damit unproblematisch. Ja, trotzdem. Die Position für uns hier, ganz ehrlich, tricky. Tiger 2 kämpft da unten mit den IS-3. Haben wir dann überlegt, ja, pass auf, was können wir denn hier irgendwie noch, ja, den. Also, muss man eine Lanze brechen für die Pershing Gun? Die ist echt mit meiner Crew, mit den vier Skills oder Perks, ist die echt Snapshot-tauglich, ja. Aber er geht halt nicht jedes Mal. Geht halt jedes Mal. Also wackel ich immer hier von vorne, sozusagen den Tiger beschützen oder unterstützen, bis nach oben, nach links. Bin mir eigentlich relativ unschlüssig gewesen, wo sind die ganzen anderen hinten, die da waren? Was ist mit dem Aal? Was ist mit dem 112er? Was ist mit dem Oni? Wo stehen die? Warum kommen die nicht mehr vor? Also dafür bin ich immer zu nervös. Ich glaube, deswegen bin ich auch ein relativ überschaubarer Spieler. Also ist mein Skill wirklich überschaubar, weil ich lasse mich zu oft von meinen Emotionen in-game leiten. Und von Emotionen in-game leiten lassen ist durchaus gefährlich. So, jetzt habe ich gesagt, pass auf, Freak, wir müssen jetzt hier irgendwie mal Ballett machen. Mein Ansatz war jetzt hier sozusagen lang zu fahren und dann bei Gefahr nach links mich droppen zu lassen und hier irgendwie dem Oni ein bisschen Druck zu machen. Die Problematik ist ja immer, wenn der Feind sich jetzt hier so irgendwie eingroovt, es steht schon 5 zu 9, ja? Also es stand für uns nicht wirklich gut. Und insofern muss man dann einfach mal das Heft ergreifen. Und das Heft ergreifen kann dann halt eben auch bedeuten, dass man sich mal eine gefährliche Situation begibt, um einfach auch dem eigenen Team zu signalisieren, ich gehe nach vorne, ich fange an, ihr könnt mitkommen, lasst uns zusammen sterben, ja? Also ganz oft ganz wichtiger Schachzug, weil du den Leuten halt Signale senden musst. Also, so, hier war jetzt mein Ansatz, irgendwie die IS-3 zu beschießen und die Arti mit Rammen erstmal zu reduzieren und zu beschäftigen, weil ich ja wusste, dass anhand des Mods, dass die Arti noch im Reload ist. Ja. Mods hin oder her, ihr kennt meine Meinung dazu. Mods, die jeder benutzen kann, die nicht als illegal gekennzeichnet sind, benutze ich auch, weil ich den Vorteil natürlich auch haben will. Ich will auch wissen, wann die Arti geschossen hat, wenn alle anderen das wissen. Denn sonst wäre das Ganze unfair. So. So sehe ich das zumindest. Ja.
wenn man auf die Minimap guckt, sieht man natürlich, was hier bei der ganzen Chose passiert ist. Es ist passiert, dass die Gegner drüben die Flanke, ich habe jetzt gar nicht so genau beobachtet, ob wir dort überhaupt vertreten waren oder nicht. Auf jeden Fall ist die Flanke eingebrochen. Der Gegner steht in unserem Cap und naja, was kann man da noch anderes machen, als am Cap kämpfen gehen? Und es sind übrig der Freakazoid, der Tiger 2 und meine Wenigkeit. Und deswegen sage ich jetzt, pass auf, Pierre, wir müssen jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, lass dich da nicht. Pierre war schon wieder am Ragen und motzte da, dass alles bei ihm durchkommt, wo er den härtesten Helm der Nation hat und hin und her. Und ich habe gesagt, komm, Pierre, mach ruhig, wir müssen jetzt hier beide überleben. Also auf den Tiger, guck mal, der wastet sich da total, der geht da oben einfach, ja, nicht sinnvoll. Also das ist das Geile, wenn du dann im Platoon noch übrig bist und wenn du im Platoon dann noch was bewegen kannst. Weil ich habe dem Pierre gesagt, pass auf, Pierre, richte dich darauf ein, dass du auf den Cap schießen kannst. Weil ich die Cappe jetzt mal. Ich die Cappe und versuche dann mal hier irgendwie mit, ich meine, das ist nur, ist nicht die stärkste Kanone, die mir da gegenübersteht. Und insofern kann ich auch halt, da ich noch relativ voll bin, den Damage durchaus von der Gun fressen. So, um halt einfach mal strategisch, oder was heißt strategisch, um da einfach mal zu Potte zu kommen. Wenn ich weiß, ich krieg nur 150 Schaden verpellt, beziehungsweise wusste ich das vorher? Ich weiß gar nicht. Der Centurion 1, der kann doch auch, glaube ich, noch eine andere Gun drauf machen. Also, egal. Ich hab's erstmal. Man muss einfach erstmal was bewegen, um dort auch zu signalisieren, ey Leute, ihr könnt da jetzt nicht so machen, wie ihr wollt. Ein bisschen Einschüchterungstaktik. So, der AMX-CDC fährt jetzt unten am Wasser lang. Das ist gar nicht so dumm, denn damit war ich hier plötzlich, stand ich jetzt hier ziemlich, ziemlich frei. Es kappte schon wieder einer und der CDC kam dann hier sozusagen hoch. Habe ich großartig verschossen, also wie man so dämlich verschießen kann, war mir völlig unter. Dann habe ich mir überlegt, naja, den halte ich jetzt mal gekettet, damit, weil der macht hier irgendwie mittlerweile schon ganz schön Ballett auf mich und bei zwei, warum der Centurion 1? Hat der Centurion, nee, der Centurion 1 hat auf HE umgestellt. Ja. Das ist interessant. Erschließt sich mir aber nicht, warum. Der erste Schuss noch AP. Ja. Naja, ich meine, in manchen Fällen zum Decappen und sowas, machst du natürlich, guckt mal hier runter, machst du natürlich lieber 6 Schaden, ja, hier auf den Damage-Counter, machst du lieber 6 Schaden als keinen, weil es trotzdem decappt, aber jo, muss man, braucht man nicht unbedingt, also ja. Auf jeden Fall, wir haben aufgeholt. Auf jeden Fall haben wir aufgeholt. Der Gegner capt schon wieder. Absprache zwischen mir und Pierre. Ich so, bist du bereit? Kannst du schießen? Und er so, ja, ich krieg ihn rein, alles gut. Zack. Und der Commander kann beseitigen. Und damit quasi ist jetzt erstmal die Cap-Situation bereinigt und wir haben das ganze Ding ausgeglichen. So, jetzt haben wir noch 5 Minuten gehabt. Jetzt habe ich überlegt, ey, weißt du, wenn die beiden sich jetzt verstecken und wir suchen die und wir finden die nicht und haben uns darauf geeinigt, pass auf, ich gehe runter zum Cap und fange an zu cappen, weil wir wollten das Ding auf jeden Fall gewinnen, weil sowas dann wegzuschmeißen, weil du irgendwie, also ich bin, ja, ich bin blind, weil ich nicht sehe, wo die Wracks rumstehen. Der CDC kann mich halt mit, der macht mich mit einem Schuss weg und der Pierre war, glaube ich, auch nicht mehr so schrecklich, der Pierre war eben, wir waren damit quasi beide One-Shot und deswegen haben wir uns überlegt, es muss eher die Cap-Variante sein, damit wir kein Risiko eingehen. So, jetzt ist der CDC weg. Und dann haben wir uns überlegt, ja, gut. Ich habe gesagt, nee, ist mir jetzt scheißegal, ich will das Ding gewinnen. Ich cappe trotzdem. Also habe ich überlegt, habe ich gesagt, pass auf, ich fahre zum Cap. Ich cappe und der Pierre hat gesagt, na gut, dann mache ich mich auf die Suche, weil 5 oder 4 Minuten 48, also in 4 Minuten zur 4. Minute wäre ich wahrscheinlich da. Und dann,
Ach, jetzt sehe ich es ja gerade, ist ja süß. Der Tiger 2 freute sich noch, dass ich mittlerweile meinen 7. Kill hatte und bezeichnet mich als Hero, der das Game gewonnen hatte. Naja, sage ich mal, dem war nicht so, lieber Tiger 2, weil mir alles geschenkt wurde. Also ich meine, ich habe da ja nicht viel strategisch gemacht an den Ecken. Das gibt so eine Games, da fällt dir alles halt entgegen. Da kommt jeder, der One-Shot ist vorbei, der gerade geschossen hat und den du ausknipsen kannst. Oder halt wie der Centurion, der anfängt mit HE auf mich zu schießen. Ist natürlich, ja. Naja. So, was jetzt lustig war. Danke, Physics, für diesen riesen Spaß, den wir hatten. Leider haben wir das Replay von Pierre nicht, aber ich kann es euch erzählen, was passiert ist. Der M6, den ihr dort hinten seht, ja, der ist nämlich irgendwie umgekippt gewesen und der lag auf der Seite an einem Haus. Und deswegen kam der auch, wie soll ich sagen, der kam uns nicht großartig da mehr in die Quere, sondern er lag da halt auf der Seite. Und der Pierre konnte ihn so halt, wie ihr es gleich sehen werdet, aus der Entfernung, er konnte ihn sich dennoch einverleiben. Und so haben wir 10 Kills. Boah, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, 10 Kills ist im Team ist eigentlich nicht so schlecht, auch wenn wir, sag ich mal, jetzt nicht mit überlegener persönlicher Leistung gearbeitet haben, sondern viel Glück hatten, aber trotzdem, 10 Kills ist geil. Ja. War ein runde Sache. Aber wie gesagt, 66% Win-Chance, es liegt daran, guckt es euch an. Wir sind durchschnittliche Top-Tiers, das Gegner-Top-Tier ist unterdurchschnittlich, sag ich mal. Und so geht's ja weiter. Ja, die IS-3, die eine war gut und der 5916 war ganz okay. Aber was willst du mit dem 5916 in so einem Game machen? Ja, das ist halt immer so eine Frage. Wenn sich die besser geskillten oder die schlaueren Leute auf die Top-Tiers verteilen, dann hat man immer mehr Probleme mit dem Gegnerteam, als wenn die Winchance wird ja berechnet vom Game, glaube ich, anhand der Winchance von den einzelnen Leuten, die teilnehmen. Ja? Und wenn zum Beispiel, guckt euch mal den Pierre und mich an, ich habe eine 52-prozentige, weil ich einfach mal scheiße gespielt habe, die ersten 10.000 Games, und er hat 56%. Das heißt, wenn jetzt dagegen einer steht mit 51%, dann ist diese Anzeige der Win-Chance, der Siegchance sozusagen schon wieder deutlich niedriger beim Gegner. Auch wenn der vielleicht mit seinen 51% Siegen ein total geiler Spieler ist. Naja, es ist selten, dass ein sehr geiler Spieler. Dass ein sehr geiler Spieler eine schlechte Win-Quote hat, das ist eigentlich sehr selten. Naja, wie auch immer. Bleiben wir dabei, es ist nicht so richtig für ernst zu nehmen, nur so als Hinweis, diese Siegquote. Aber ein schönes Game, wo uns viel geschenkt wurde, aber nichtsdestotrotz schauen wir uns die Postgame-Stats nochmal an. Bis gleich. Gefechtsauswertung. Jo, das Ding habe ich mit der Aktion gemastert. Das war doch sehr schön. 53.000 Brutto-Credits und 4.000 XP. Dafür gab es noch den Defender. Klar, ich habe den Cap bereinigt da hinten und die Top Gun. Ja, und eine ganze Latte von Leuten, die ich beschießen durfte. Das war schön. Das war schön. Ja, der Pierre und ich, wir haben sozusagen, ja, das haben ganz ordentlich gearbeitet. Ja, der Mix des Gegnerplatoon 1 war jetzt auch nicht so schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Muss man ganz ehrlich sagen. Jo, dann kommt natürlich am Ende kein Plus mehr bei raus, wenn man halt eben doch Gold schießt, weil man auf Nummer sicher gehen will, bei einer IS-3 oder ähnlichen. Aber vertretbar finde ich. Also im Allgemeinen, wenn man kein Gold schießt, kommt man mit dem Ding eigentlich, mit dem Pershing, sehr gut klar und macht immer noch so 10.000, 20.000 plus. Ja, schöne Sache. Also ich glaube, der Bio hat ja damals gesagt, dass der Pershing und der Patton danach das sehr geile Tanks sind und die sich sehr, sehr geschmeidig gespielt haben. Da freue ich mich schon drauf. Finde es natürlich ein bisschen ärgerlich, dass zum Beispiel der 10er Patton, guckt euch das mal an, der hat wieder eine zweite Kanone, wo man wieder irgendwie, weiß nicht, 70.000 XP sammeln oder farmen muss. Was finde ich mal scheiße. Wenn du den 10er hast, dann hast du den 10er. Dann willst du nicht noch eine Gun kaufen. Ja. Nicht gut. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal und Peace out!